Und Challenges. Können wir uns noch nicht ansehen, weil wir die Kampfstufe dazu benötigen. Ach ja, Camps nebenbei will ich jetzt mal kurz das hier vorlesen. Wir kämpfen im Zentrum deiner neuen Gemeinschaft, in deinem Camp. Jedes Camp hat eine bestimmte Stufe, die du durch Erfahrungspunkte, gesteigert werden kann. Erfahrungspunkte erhältst du, indem du gegen Infizierte kämpfst oder Quests erfolgreich abschließt. Durch eine Erhöhung der Kampfstufe kannst du, immer besser entwickelte Gebäude und Verteidigungseinrichtungen errichten. Mit steigender Stufe des Camps werden jedoch die in diesem Gebiet herumschlupfenden Infizierten zunehmend widerstandsfähiger und gefährlicher. Die Erhöhung der Kampfstufe erfolgt abschnittsweise. Bei jeder neu erreichten Abschnittserhöhung ist ein weiterer Aufstieg erst einmal blockiert. Bevor der nächste Stufenaufstieg freigegeben wird, muss sich ein Camp erst einmal bei einem massiven von Korvek initiierten Angriff durch Infizierte bewähren. Ja, solche massiven Angriffe kannst du nur auslösen, wenn dein Camp über eine Mast verfügt. Sobald dieses Gebäude steht, hast du dort Zugriff auf ein Funkgerät, benutze es und löse so einen Angriff aus, der der Stufe deines Camps entspricht. Wenn du diese Aufgabe meisterst, erhältst du von Korvek die Genehmigung, die Stufe deines Camps wieder bis zur nächsten Höchststufe eines Stufenabschnitts zu erhöhen. Beim Aufbau des Camps und der Gebäude sind alle gefordert. Ja, eigentlich ist das wirklich mehr gruppenmäßig. Gut, dann reden wir mal mit unserem Korvek. Finally get to see you in the flesh. Welcome to my humble abode, Survivor. Ja, erste Einrichtung. 5 große Holzstücke, 5 Stoffstücke, 3 Flechtseil werden benötigt. I've already told you how dangerous it is if you don't drink or eat when you're in hostile territory. But there's something else that's at least as dangerous. Negative thinking and a lack of prospects. To guard against that, so you're feeling all right and so you can upgrade your equipment, you need a camp. Every camp worthy of the name has a trunk, even an ugly one. Without one, you can't store what you find here and there. So, I'll explain how to build your very own trunk. You're going to need wood, rope, and fabric. Wood and fabric you can find pretty much everywhere in the forest. Rope, on the other hand, is kind of hard to come by around here. I suggest you look for some in the swamp. There's always some lying around. Ja, da kann man nämlich selber welches flechten. Unless that old nutcase got there first and took everything. Mm-hmm. He goes wandering around the bog sometimes. When he's not fighting with his brother. But whatever. First, go and find what you need to make your trunk. And when you get back, you can make it and put it somewhere. I mean, outside, on the surface. Not here in my bunker. It would clash with the decor. No offense. One last thing before you go. If you haven't already done so, go take a look at my stock. You'll find what you need to make a few weapons that just might come in handy. Good luck, Survivor. Ja. Starten wir das gleich mal. Jedes Camp, das diesen Namen verdient, fängt mit einer Truhe an. Schau dich im Sumpf um und finde was. Finde etwas, mit dem du dir eine bauen kannst. Primärziele, jo. Und einen Hirsch töten. Deswegen brauchen wir den Bogen. Deswegen habe ich geguckt, dass wir den Bogen so schnell wie möglich craften. You're white as a ghost. Your hands are trembling. You're starving. You need to eat. Extreme hunger has a considerable impact on your physical performance. Never forget that. Ja. Das können wir aber schnell beheben, indem wir einfach mal Corned Beef essen. So. Und einen Schokoriegel nicht unbedingt. Essen wir lieber noch ein paar Brombeeren. So. Das ist halt der Sumpf. Ich habe Hunger, ja. Ich hatte gerade eben noch Hunger. So, hier im Sumpf gibt es Sumpfhütten. Achso, ich muss doch die Munition natürlich ein...
auswählen im Inventar. Munition. So. Genau. Hi. Und im Gegensatz zu dem anderen, was ich euch... Eine Wasserflasche im Sumpf, das ist immer schön. Dose mit Erbsen ist auch okay. Und ja, wir sollen einen Hirsch erlegen. Dafür haben wir den Bogen halt dabei. Nämlich dieser hier. Ist schade, wir kriegen nur eine Tierhaut raus. Okay. Gucken wir uns mal da oben weiter um. Oh. Hi. Der Typ war nicht ganz so nett. Dann gehen wir mal hier unten weiter. Und ja, das Gebiet hier ist recht groß und weiträumig. Und den Hirsch konnten wir halt nur auf diese Art und Weise töten. Stoff haben wir schon mal genug. Wir brauchen aber immer noch Holz. Das hier rumliegt. Also ja, man kann hier im Sumpfgebiet halt gut Flechtseil und Holz und so weiter finden. Und diese Pflanzen. Und Untote. Noch ein Stoffstück. Die liegen halt hier auch manchmal einfach herum. So. Ah, Jungs. Brombeeren. Sind immer gut. Und ja, da ist das erste Holzstück. Und da oben liegt gleich noch eins. Dass wir eins sacken können. Und ich glaube, da hinten liegt noch eins rum. Die werden uns netterweise nämlich auf der Karte angezeigt. Ne, ist ein Stoffstück. Aber ist auch nicht schlecht. Da ist nämlich Holz. Da war auch Holz. Damit haben wir schon mal das Holz, was wir brauchen. So, der kommt nirgendwo mehr hin. Deswegen ist es auch wichtig, ab und zu mal... Oh, Dose mit Erbsen. Und einen Orangensaft. Das ist immer gut, Essen dabei zu haben. Deswegen ist es wichtig, auch eine Nahkampfwaffe ausgerüstet zu haben, wenn man nämlich in Gebäude reingeht. So. Pilz. So, ich hätte gerne meinen Pfeil wieder. Die Zombies unten im Sumpf, die können wir mal im Sumpf lassen. Die machen ja nicht viel. So, hier gibt es, glaube ich, ein Zombie. Direkt vor uns. Ein Stück Stoff.
Da liegt nur ein Toter rum. Da wäre die letzte Hütte, wo wir wahrscheinlich das letzte Flechtseil gleich finden werden. Ja, da oben ist auf jeden Fall Flechtseil. Au. Du bist nervig, okay. Macht allerdings nicht so viel aus. Ich frag mich gerade eher, ob wir den Typen im Sumpf finden werden, von dem Kovac uns erzählt hat. Hi. Au. Jetzt reicht's mir aber. So. Weg mit euch. Okay, wir haben schon unseren ersten Fall verloren. Der ist irgendwo wahrscheinlich ins Nirvana gegangen. Oder ist er das? Das ist unser Pfeil. Ja, sehr schön. Ah, du bist noch nicht tot? Jetzt bist du tot. Du kannst es wagen, noch nicht tot zu sein. Stoffstück und Heilpflanze nehmen wir gern mit. So. Hi, Leute. Ja, durch den Sumpf kommen wir halt auch nicht so schnell voran. Bring ich mal dich um. Das macht das Ganze nämlich einfacher für uns. So. Gut. Ein Flechtseil, Nylongarn, noch ein Flechtseil. Da ist noch ein Flechtseil, was wir gebrauchen können. Und damit war es das schon. Ja. Gut. Das heißt, wir können zurück zum Camp. Great. So. Your wood is a bit rotten and the rope a bit frayed, but with my help we should be able to make something out of it anyway. I'll explain everything when you get back to the surface. It shouldn't take too long. Once your trunk is finished, come back and see me. I'll have another mission for you. Jo. Jetzt, da wir aber Erfahrungspunkte gesammelt haben, würde ich mich gerne erstmal auf die Stufe bringen und würde gerne geschickte Finger erlernen. So. Jetzt haben wir nämlich geschickte Finger 1, das heißt, wir können Schlösser knacken. Was wir eigentlich in der nächsten Mission bräuchten, die ich euch gar nicht mehr zeigen kann dann. Ah, hier liegt ja noch was rum. Hat hier eine Wasserflasche. Genau, bei Kovac respawnt halt immer wieder Zeug, was wir einsacken und benutzen können. Wenn wir nicht so großen Bock haben, nach der Mission immer wieder grinden zu gehen. Wobei wir eh Erfahrungspunkte grinden müssen. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Hey, Survivor! You've collected enough resources to construct your first building. Open the camp's crafting screen to do it. Mhm. Press the camp button to play. Ja,
Wir können jetzt hier eine Truhe bauen. Und diese Truhe können wir platzieren. Halt in unserer Umgebung. Da wir eh immer bei Kovac unsere Aufgaben annehmen, platzieren wir sie doch hier in der Nähe. Einfach hier so. Hey Survivor, I see you like picking up everything that's lying around. That's a good idea. You can never have enough junk. But mind you don't overload your backpack, or you'll end up losing agility. And that's a really bad idea in these parts. So remember to regularly transfer bulky items to your trunk. Make space in your backpack. Or as a last resort, take a stimulant in case of emergency. Mm-hmm. Buildings placed in the camp can be upgraded using various materials to make them more solid and to make new recipes available. But be careful. The more buildings you have and the more advanced they are, the easier they are to see. So they are more likely to draw zombie hordes to you. So, wir können sie... Ich höre hier irgendwas rum. I'm down here. Ja. Hier können wir nur die Startmission auswählen. Alles andere machen wir hier oben. Können wir nur unten machen. So, das heißt, wir können jetzt Sachen lagern. Mit dem Baseballschläger. Und die Dinger. Der Rucksack ist okay. Schraubendreher brauchen wir erstmal nicht. Der fordert eh Stufe 4. Essen nehmen wir mal alles mit. Gesundheit. Packen wir mal die Heilpflanzen weg. Vitamine packen wir 1 weg. So. Hier. Große Holzstücke brauchen wir nicht in unserem Inventar. Stoff genauso wenig. Wir haben jetzt 3 leichte Verbände. Das dürfte reichen. Wenn nicht, können wir noch 2 herstellen. Bleistücke. Stahlfedern. Pflasterstein und die Armreife. Aluminiumrohre. Die können wir wahrscheinlich in der Küche kochen. Aluminiumdosen. Leere Flaschen können wir gucken, ob wir sie irgendwo auffüllen können. Nylongarn kann auch erstmal weg. Blechseil. Tierhaut. Das kann alles weg. Ölflasche. Nägel. Stöcke tun wir mal die Hälfte weg. Die andere Hälfte behalte ich. Und Nägel weg. Nur die Geldstücke, die behalte ich. Weil da wir jetzt, solange wir im Camp sind, können wir halt alle Sachen craften, wie wir möchten. Also auch hier in unserem Crafting-Menü sieht man, was wir tragen und was im Camp ist. Wir können also noch einen leichten Verband herstellen. Oder machen wir jetzt noch einen leichten Verband, dass wir 5 wären. Wir könnten unseren Baseballschläger verbessern. Der macht halt mehr Schaden pro Sekunde, braucht also aber auch mehr Ausdauer und so weiter. Ja, Armbrustbolzen können wir noch nicht, brauchen wir erst Stufe 4 für. Und wir brauchen wahrscheinlich eh eine Werkstatt, um eine Armbrust herzustellen. Ja. Gut. Dann gucken wir nochmal zum Kovac runter. Mal sehen, ob er mittlerweile das gemacht hat. Nein, er hat es immer noch nicht gemacht. Die sind immer noch nicht im Einsatz, die Dinger.
Das ist schade, das hätte ich euch gern gezeigt. Kovac baut, hat nämlich diese Generatoren hier aufgebaut und lässt da drin Zombies für sich Strom generieren. Ich hatte eigentlich gehofft, euch das noch zeigen zu können, aber scheinbar nicht. Schade. Höchstens vielleicht nach der nächsten Mission, aber die kann ich euch in dem Let's Show nicht mehr zeigen. Now that you've placed the first stone of your building, I'm talking about your trunk, Survivor. We'll move on to the next step in the program. Ja. Aufenthalt auf der Farm. Gibt uns auch wieder Erfahrung. Gibt sie dieses Mal sogar einen Bonus. Das heißt, wir kriegen sehr viel Erfahrung dadurch raus. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil ich habe jetzt wieder meine Zeit zusammen für das Let's Show. Und ich denke, ihr dürftet durch die drei Missionen und durch das Camp bauen, was ich gerade oben fabriziert habe, einen guten Eindruck über das Spiel gewonnen haben. Nämlich, dass es wirklich hauptsächlich darum geht, Zeug zu sammeln, Zombies zu töten und, ja, Sachen zu craften. Eine Machete habe ich bereits eine, gut. Wenn man mit mehreren Leuten spielen würde, müsste man die Machete halt ins Camp legen und damit alle rankommen könnten. Na gut. Dann verabschiede ich mich mal hier von euch mit diesem Let's Show. Und dann sehen wir uns bald wieder.